So, heute haben wir für Sie den Doppio Passo. Doppio Passo, ein Süditaliener, Jahrgang 2013. Mein Süditalien ist ja eh schon bekannt für runde, mollige, weiche Weine. Mhm. Aber hier haben wir ein Doppio Passo, was so viel heißt wie zwei Gärungen, oder für zwei Gärungen steht. Mhm. Zwei Gärungen, ähnlich, denke ich, wie beim Ripasso-Verfahren, beim kleinen Amarone quasi. Was macht das mit dem Primitivo in dem Fall? In dem Fall ist es so, dass praktisch, wie du schon angesprochen hast, dass es zwei Gärungen gibt. Die Trauben werden geerntet, werden vergoren und dann wird ein Teil der Trauben getrocknet, bis sie länger am Stock hängen gelassen und dann bei nach der Gärung sofort dem Wein zugegeben wird, das startet die zweite Gärung. Da bekomme ich mehr Alkohol, mehr Fruchtsüße, mehr Fülle und natürlich deutlich mehr Frucht. Mhm. Ja. Also ist das dann quasi auch so, wie es bei einem Amarone, beim Ripasso ist, dass die halt einfach so bisschen süßlicheren Schmelz haben und voller sind, aber ein bisschen weicher sind. Einfach ein bisschen weicher von der Frucht her. Ausgebaut über einen Stahlzank, also kein Holz, also wirklich ein Wein, der voll auf die Frucht geht. Mhm, okay. Was sagt uns die Farbe über den Wein? Das ist ein dunkles Violettrot. Schon sehr dunkel, ja. Ja, und ein schönes Violettrot, das heißt, man sieht schon, dass eine gewisse Konzentration da ist. Mhm. Und die Jugendlichkeit, der violette Ton. Ja, da kommt auch dieses rosinige von dem Bouquet. Hier hast du dann die, wie du gerade angesprochen hast, sehr viel Frucht, Feigen ein bisschen, Kirsche, Brombeeren, so Geschichten sind mit drin, ein bisschen Pflaume. Das ist eine sehr konzentrierte Nase, ist auch so ein bisschen pfeffrig die Nase, also ein bisschen Würze ist mit drin. Das ist eine sehr schöne, animierende und einladende Nase. Sehr kräftig, ja. Und dann kam wieder genau diese konzentrierte Frucht, die wir auch in der Nase hatten. So eine leichte Würze mit drin. Er ist sehr samtig, sehr weich, also schön balanciert. Das ist ein süßlichen Schmelz, den du vorhin angesprochen hattest. Also ohne jetzt süß zu sein, aber einen schönen süßlichen Schmelz. Also ein ganz rundes Paket, das einfach Spaß macht. Auch ein bisschen gekühlt, also wenn man so eine halbe Stunde, Stunde vor man trinken möchte, einfach in den Kühlschrank packt. Steht ihm wunderbar. Barbecue, also wenn man wirklich grillt oder sowas. Super schön, weil durch diese leichte Kühle und diesen süßen Schmelz zu Lamm und anderen Geschichten funktioniert das super. Mhm, gut, aber er hat ja wirklich nicht viele Ecken und Kanten und ist wirklich so ein Wein, den man sich fast richtig reinlegen kann. Also der so wie so ein riesen Sofakissen als Wein, so kann man ihn beschreiben. Ne? Genau, und das Schöne dabei ist auch noch, dass er nur mit 13 Volumenprozent Alkohol hat, also auch nicht zu schwer, zu wuchtig ist, sondern wirklich sich gut trinken lässt. Für so eine Art von Wein ist das eine sehr geringe Alkoholanzahl. Genau. Also, wenn Sie wirklich mollige, weiche, runde Weine mögen und das eckige, kantige, würzige nicht so lieben, dann sollten Sie den Doppio Passo mal ausprobieren. Ist nicht umsonst einer unserer Kundenlieblinge und vielleicht auch genau der richtige Wein für Sie.